Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Im letzten Part haben wir ja diesen Schmelztiegel geholt und haben uns Samets Vermächtnis angeschaut. Und in diesem Part werden wir gucken, dass wir die, nicht die Schmelze, sondern, ja, ihr wisst schon, dieses Ding dafür herstellen. Ich habe da im Vorhinein natürlich auch schon mal wieder ein bisschen Vorarbeit geleistet, dass es uns die Sache einfacher macht. Und dann schauen wir, was wir sonst noch so tun. Also viel Spaß bei dem Video und let's go. So, dann gucken wir doch mal, dass wir uns jetzt hier die Schmelze herstellen. Super, dann haben wir die auch. Den Zuganker habe ich ja im letzten Part schon hergestellt. Ne, das war der Schwunganker. Für den Zuganker brauchen wir Kupferbarren und die habe ich noch nicht. Ich denke aber, der ist jetzt auch wahrscheinlich noch nicht so wichtig. Dann lasst uns mal kurz das hier aufstellen. Das ist auch so ein großes Ding, gell? Wo soll ich denn das hinpacken? Ja, gute Frage. Vielleicht tue ich mal den Ofen hier weg. Und dann können wir es hier so hinpacken. Genau. Dann kann ich den Ofen wieder nehmen und den einfach hier reinstellen. Was können wir denn jetzt hier machen? Ah ja, Kupferbarren und Glas. Alles klar. Dann haben wir auf jeden Fall das schon mal erledigt. Jetzt hat die Bäuerin wieder irgendwas für uns. Ah, schön dich zu sehen. Hör mal, ich würde gern für unsere Mannschaft kochen und die Stimmung heben. Eine Feuerstelle mit einem Kessel würde helfen. Aber ich habe meinem einen Freund gegeben, als sich unsere Karawane trennte. Okay, ja gut. Gutes Deutsch. Er war auf dem Weg zu Leuchtenstein. Vielleicht könnten wir ihn zurückverlangen. Grüß bitte Raoul von mir, wenn du dort bist. Alles klärchen. Können wir auf jeden Fall tun. Lass mich mal kurz gucken. Also, Essen habe ich. Ich habe aber keine Rippchen mehr. Habe ich hier noch Rippchen? Ja. Dann würde ich sagen, dann koche ich die mal schnell. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich bei Samets Vermächtnis wohl eine goldene Truhe übersehen habe. Da werde ich dann auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich da hinschaue. Das mache ich jetzt aber nicht im Video, weil das einfach zu viel Zeit fressen würde. Und ich wollte eigentlich hierher, um alles zu reparieren. So, jetzt schauen wir doch mal. Was haben wir denn jetzt noch alles so offen? Verborgene Jagdgründe. Was ist hier? Da ist wahrscheinlich eine Wurzel. Und hier Plasmapresse für den Sammler. Ich glaube aber, dass hier wahrscheinlich dann der andere Dungeon ist. Den möchte ich jetzt natürlich eigentlich noch nicht machen. Hier haben wir noch die südliche Karawane. Und hier unten sieht es aber sonst eigentlich soweit ganz gut aus. Können ja auch nochmal schnell ins Tagebuch gucken unter die Quests. Also die Bäuerin möchte eine Feuerstelle von uns. Hier ist das mit dem für den Sammler. Genau, finde die Hallen der Erloschenen im Düsterdickicht. Das ist also wirklich dort drin. Das heißt, das machen wir noch nicht. Und erreiche die Hauptstadt Leuchtenstein ist auch so eine Sache. Da weiß ich einfach noch nicht, ob ich schon hoch genug bin, um den Drachen zu besiegen. Ich kenne den Drachen tatsächlich. Genau. Oh, ich sehe schon hier bei der... Bei den Gerüchten des Alchemisten, da wird wahrscheinlich wieder eine Mutter auf mich warten. Okidoki. Dann hätte ich jetzt mal gesagt, gehen wir mal zuerst zu diesen verborgenen Jagdgründen und schauen, was da so ist. Tun wir uns natürlich vorbereiten. Genau, sonst haben wir alles. Einwandfrei. Dann können wir hier rausdüsen. Unsere ganzen Tomatis sind auch schon fertig. Super. Da nehme ich jetzt einfach noch mal ein bisschen was mit. So, und dann geht's los. Hier drin war ich ja, wie gesagt, auch noch nicht. Das ist aber jetzt nicht das hier drin, oder? Nee, das ist da hinten oben irgendwo. Okay. Dann stürzen wir uns ins Vergnügen.
So, wo könnte denn das sein? Ist es da drüben auf der anderen Seite auf dem Hügel? Oder wo ist das? Ja, gute Frage, nächste Frage. Hier ist die Höhlenpassage. Vielleicht muss ich einfach dort rein. Das heißt, ich düse jetzt hier runter und gehe dann einfach geradeaus. Oh, da warten schon wieder zwei Wölfchen auf mich. Vielleicht kann ich die umgehen. Nee, kann ich nicht. Egal, ich laufe einfach weiter. Lauf mal weiter, immer weiter. Oh, und da sind Schafis oder Ziegis. Hallo. Brauchst nicht fliehen, ich bin noch freundlich. Ich glaube, sie sieht das ein bisschen anders. Naja. Oh, was ist das? Ach, Mais. Können ja auch mal ein paar Popcorn herstellen. Was ist das? Kelvins Ruhe. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Außerdem waren wir da ja schon. Unser Projekt, Weizlo zu restaurieren auf dem Discord-Server hat übrigens jetzt begonnen. Für alle die, die da noch Interesse haben, joint einfach und da kann sich jeder beteiligen und mitmachen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und ja, wir freuen uns immer über viele neue Mitspieler. Höhlenpassage. Aber wo? Und eigentlich muss ich ja dahin. Ja, dann schauen wir mal, wie ich jetzt hier wieder hinkomme. Vielleicht muss ich doch hier lang. Mal gucken. Meint ihr, ich komme da durch? Ja. Nein, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, dass ich ins Miasma bin. Naja, wir werden sehen. Ah, hier waren wir schon mal. Aber da dies nicht schlecht, dann können wir wieder ein bisschen looten. War jetzt hier was unter dem Haufen? Ich weiß es nicht, aber ich habe die Kugeln mitgenommen. Und dann können wir mal gucken. Das hat noch nicht gereicht. Schmeiß mal noch eine. Nee, hier ist nichts. Alles klar. Alles klärchen. Ach, jetzt sind wir eh schon wieder draußen. Stimmt. Stimmt. Was ich noch machen muss, ist ja auch. Ups, scheiße, ich wollte es eigentlich ernten. Den verbesserten Gleiter. Das ist auch noch sehr wichtig. Ah. Bin ich nicht hier beim letzten Mal rausgekommen? Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass es da drinnen ist. Oh, da ist ja auch schon einer. Na gut, dann gucken wir mal, ob es uns hier zum Ziel führt. Oh, ist er nicht tot? Jetzt. Ach so, da waren mehrere. Ich glaube, ich brauche mal mein Fäckelchen. Ja, stimmt. Hier bin ich letztens geflohen aus der Höhle. Ich weiß halt auch nicht, ob die uns dahin führt. Keine Ahnung, ey. Ich kann noch mal gucken, aber ach ja, vielleicht in die Richtung. Bleib da, nicht weglaufen. Ach, Manu. Kelvins Ruhe. Da sind wir nämlich wieder, seht ihr?
keine Ahnung, echt. Das dahin führt, wo ich hin möchte. Lass mich mal kurz in Ruhe. Ich bin am Gucken. Hallo, was habe ich dir gesagt? So. Nee, es ist genau in die andere Richtung. Aber was ist denn? Okay, dann gehen wir... Ah, hier ist auf jeden Fall eine goldene Kiste. Die nehme ich natürlich mit. Sachte mal. Schön. Aber hier können wir nicht lang gehen. Dann einmal runter und... Vielleicht doch... Achso, hier geht's nicht lang. Ja, wo ist denn das? Es ist doch draußen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Und ich sehe nichts. Ups. Tja. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, gucke ich jetzt mal in die Richtung und schaue, ob ich das irgendwie so erreichen kann. Und wenn nicht, dann bin ich halt einfach wieder doof. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich hier lang muss. Da rein. Ach ja, mein Gott. Es hätte von Anfang an so einfach sein können. Tja. Verborgene Jagdgründe. Da hat uns einer eine Grube gegraben. Haha. Lesen. Unser Stern im Dunkeln blendet zuletzt. Primitives Lebenselixier extrahiert, verdünnt und alchemistisch bearbeitet, verwandelt, verklärt, geschmolzen und neu geboren. Umfassende Macht, die Körper der Jüngsten in Glutal erfüllt, sie verdirbt. Wir haben versagt, geblendet von unserem Gleichmut. Wir sollten unseren Blick wieder gen Himmel richten, denn dieser leere Kern kann nicht mehr gerettet werden. Na gut. Dann sind wir wohl einfach verloren, Leute. It is what it is. Dann setzen wir uns jetzt das hier als Wegpunkt und düsen dorthin. Und ich bin wieder in die Grube gefallen. Hier ist auch so schön viel Lehmi. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Ah, hier ist auch nochmal Flachs. Den nehmen wir gleich mal mit. Wie voll ist denn das Inventar? Ach Gott. So viele Spiele, die man spielt. Ach, B war's. Okay. Ich denke, das geht noch. Komme ich da durch? Probieren wir es einfach. Nö, ich komme nicht durch. Okay. Dann düsen wir halt außen rum. Ist ja überhaupt kein Problem. Flaxus. Hallo Blume. Und Haselnüsse. Giftsack. Ich habe mir übrigens auch noch mal so ein paar Miasmasäcke geholt. Oh, da ist ja auch eine Höhle. War ich da schon drin? Schaut nicht so aus. Dann gehen wir halt mal ganz kurz da rein. Das ist wieder eine Passage. Oh. Ach nee, diese doofen Wildschweine. Schauen wir mal. Ach, da ist ja gleich noch eins. Na ganz toll. Das können wir aber, glaube ich, von hier oben erledigen. Jawohl, ja. Oh. Und noch eins. Naja, guck mal, der Zauberstab ist lang nicht so effektiv wie mein Bogen. Vielleicht muss ich mal gucken, ob ich auch schon tatsächlich andere Pfeile craften kann, die besser sind.
Aber ich denke, jetzt, wenn ich Kupferbarren und so machen kann, dass das langsam auch wird. Was haben wir hier? Auch wieder so eine verspulte Höhle. Was ist da unten? So eine Pflanze, okay. Ich denke, wenn wir hier lang gehen, kommen wir auf jeden Fall raus. Gucken wir mal. Ach, wir sind draußen, aber es ist dunkel. Das ist natürlich belastend. Und hier haben wir jetzt auch was. Spuckpflanzen. Soll ich mal ganz kurz gucken? Hier ist doch Stein. Dann würde ich sagen, bauen wir uns doch mal kurz einen Flammenaltar. B war das Inventar. So. Den setzen wir uns kurz mal daher. Und reisen nach Hause. Verbringen da die Nacht, dann kann ich das Inventar auch leer machen. Wir kriegen wieder den Ausgeruht-Buff. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Sodala, da sind wir wieder zurück. Ausgeruht, gegessen, es ist wieder Tag. Wo ist mein Bogen? Und jetzt gucken wir mal zu den Spuckpflanzen da, was da jetzt auf der Karte aufgeploppt ist. Das ist ja wahrscheinlich das Ding hier, ne? Plündern. Farm immergrün. Schön. Wisst ihr was? Wir können ja mal hier Honig mitnehmen. War es das schon? Jo. Was gibt es denn auf der Farm immergrün? Die ist ja süß. Kamille. Nehmen wir gleich mit. Na klar. Das nehmen wir auch mit. So. Oh, mich spuckt da irgendwas an. Nein. Ich wollte eigentlich kurz mal hier rein. Aber so sieht's aus, als wäre da nichts. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Hörst du auf? Böse Pflanze, du. Guck, jetzt habe ich wieder wegen dir so einen Quatsch am Kopf. Unfassbar. So, nehmen wir das mit. Okay, also. Warte mal. Ach, da ist auch noch. Wo ist denn die? Hier. Die habe ich ja total vergessen. Gut, dann haben wir anscheinend nur noch die hier drin. Und da können wir auch wieder was lesen. Schön. Oh, und eine Kiste. Das freut mich. Die machen wir zuerst auf. Teerbogen. Das Unkraut ist schlimm genug. Dieses karge Land ist jetzt von diesen Sprossen verwüstet. Sie brechen schneller durch den Boden, als ich sie abschneiden kann. Abscheuliche Dinger, die Galle und Lake spucken. Alle Felder verrotten, die Fäulnis breitet sich aus. Diese Weide ist nicht mehr zu retten. Es sei alles verdammt, ich werde irgendwo anders von neu beginnen. Gib das an Oskar weiter, diesen Dummkopf. Ich mochte ihn sowieso noch nie. Rotzlöffel. So nenne ich meine Katze auch manchmal, Rotzlöffelchen. Was ist dort? Miasma Überlebenstrank, ups. Und Feuerball Nummer 2. 1, 2, 3. Parlez-vous français? Non. Okay, dann haben wir jetzt hier die Farm immergrün. Und dann gehen wir jetzt noch kurz dahin und gucken, was da so abgeht. Die ganze schöne Flachs hier. Da ist auch nochmal so ein Blümchen. Die nehmen wir jetzt noch mit, was soll's. Na, wie wär's mit Treffen? Gut, auf geht's zu der nächsten Fragezeichen.
Das ist... Was ist denn hier? Ach so, einfach nur der Weg. Das wird wahrscheinlich das Ding da oben sein, ne? Was wird uns dort erwarten, Leute? Fragen über Fragen. Nee, es ist nicht das Fragezeichen. Aber wieder was anderes, was man entdecken kann. Cool. So, hier sind bestimmt wieder irgendwelche Ratten oder so. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Hier sieht es jetzt nicht so spektakulär aus. Was ist hier? Hier geht es auf jeden Fall rein. Und da sind solche. Oh, da geht's runter in den Keller. Möchte ich dahin? Lehrlingszauberstab. Und es ist wieder so dunkel. Aber dann nehmen wir doch mal den. Wobei der natürlich nicht so viel Licht spendet. Ach, das finde ich jetzt wieder doof. Oh ja, schon viel besser. Ah, das sieht aus, als wäre es wieder so ein Grab. Und diesmal ist hier aber keine Geheimtür. Ah. Oha. Was blitzdingst die uns denn? Blöde Kuh. Oh, da ist noch so eine. Nein. Und noch eine? Naja, tatsächlich. Plündern. Oh, da sind so viele von denen. Kommt doch her, lauft doch nicht weg. Was geht hier vor sich? Oh, grüß dich. Oh, krass, da kommt einfach eine um die Ecke. Ja, was ist denn hier? Licht, bitte geh an. Danke. Das ist wieder so ein typisches Ding, wo man sich einfach voll verlaufen kann. Ich sehe doch nichts. Hallo, kannst du sie bitte abschießen? Danke. Ich brauche Licht. Hallo. Ach so, ist das hier... Bin ich von hier gekommen? Kann das wirklich sein? Ja, ne? Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Hier ist auf jeden Fall eine Geheimtür. Mit Kiste, na klar. Und wir sperren uns ein, damit uns keiner sieht, wie wir die Kiste plündern. Zauberstiefel, cool. Werden uns wahrscheinlich auch wieder nicht so viel bringen, weil wir kein Zauberer sind. Belastend. Einfach nur belastend. Hier ist aber sonst nichts mehr, gell? Nee. So. Da vorne müssen wir auf jeden Fall hin. Da ist nämlich noch der Sarg, den wir öffnen können. Was? Guillotine. Okay, cool. Ich denke, aber dann sind wir hier fertig, Leute. Oder habe ich irgendwas übersehen?
Ja, das habe ich übersehen. Jägerbogen. Also heute ist was los hier in der Hut. Und hier sind wir dann, glaube ich, lang. Ja. Okay, nee, gut, alles klar. Dann haben wir ja diese Chamber auch erkundet. Und dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt nach Hause reisen und uns die Waffen alle nochmal angucken, die Stiefel. Und ja, genau. Da sind wir ja auch schon. So, die Fackel kannst mal ausmachen. Und wir reparieren. B. Also, was haben wir denn? Wir haben den Jägerbogen. Der hat 19 Kraft, unsere hat 21, aber das heißt ja nichts. Wir haben eben Feuer, Magieschaden und Präzise. Der hier hat Präzise und Bösartig, erhöht also den Hinterhaltschaden. 20% Pfeilgeschwindigkeit, 7 halt nur. Was hat der jetzt da noch? 15 Ausdauerkosten und der hat keine Ausdauerkosten, oder wie? Vielleicht probiere ich den mal aus. Dann machen wir das mal so, dass wir den mal tauschen. Und dann schauen wir uns die hier an. Ist das Einhand oder ist das Zweihand? Das müsste man jetzt halt mal testen kurz. Zwei Hände. Ja, bin ich überhaupt nicht der Fan von. Kann ich also zerlegen. Die geben uns Gesundheitsregeneration. Und was geben uns unsere? Auch Gesundheitsregeneration. Okay, dann sind sie natürlich auf jeden Fall besser. Rüsten wir die aus. Sehr schön, dann können wir die löschen. Was haben wir noch bekommen? Ach stimmt, den Teerbogen. Ah ja, der hat auch 3 Stichschaden und Pfeilgeschwindigkeit. Aber ich glaube, den zerlege ich auch. Und der Lehrlingszauberstab. Waffe für mittlere Entfernungen. Was ist denn unserer? Unserer ist 34 und Leggy und der ist 26 und hat Eisrüstung und Feuerrüstung. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Dann schauen wir mal kurz zu ihm. Jägerbogen. Okay, dann würde ich den tatsächlich gerne mal ausprobieren. Achso, das war schon der richtige. Und den anderen aber mal aufheben. Ja Leute, und in dem Sinne beende ich den Part natürlich an dieser Stelle auch wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag, eine schöne nächste Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.